Warhammer 40k Inquisitor Martyr. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Inquisitor noch im Alpha-Bild, denn im Juni 2018 soll wohl die Vollversion dann auch erscheinen. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel wird. Sehr atmosphärisch getragen in der finsteren Zukunft des 41. Jahrtausends. Und wer mich noch nicht kennt, wer vielleicht zufällig über dieses Video gestolpert ist, mein Name Dizzyfinger und habe seit einigen Jahren schon eine kleine, aber feine Tabletop- und Miniature-Wargaming-Show, die jeden Mittwoch eine Episode raushaut, das Maltisch am Mittwoch. Bin da gerade bei Episode 229 und im August haben wir unser fünfjähriges Wir, weil es kam mit der Zeit auch noch zusätzlich dann der Jonas und der Silent87, die mich hin und wieder unterstützen bei den Videos. Zusätzlich mache ich noch Livestreams live am Maltisch und auch Let's Play analog Inquisihammer und später auch noch Inquisitor, wo wir jetzt hier sozusagen die digitale Version haben. Und wir springen einfach direkt mal rein in die Charaktererstellung. Wir haben hier die Möglichkeit eines Crusader, eines Assassinen und eines Psyker. Alle drei Klassen haben nochmal drei Unterklassen, das heißt 9 Variationen insgesamt. Diese werden wir vielleicht nochmal etwas beleuchten, wenn ihr Bock drauf habt und mir auch das positive Feedback gibt und dann auch gegebenenfalls das Spiel in Deutsch verfügbar ist. Ich werde jetzt erstmal einen Crusader-Expertise Tactical starten. Den habe ich mir nämlich vorhin zum Test von Lautstärke und allem Weiteren schon mal gemacht. Einen Tactical Crusader. Und mir hat das mit der Laserpistole und der Autogun und den Sentinel Turrets ganz gut gefallen. Deshalb werde ich auch den für dieses Let's Play nochmal wählen. Wir nennen uns Javin Oathheart. J-Punkt. Warum hat er einen Doppelpunkt da gemacht? Dummes Spiel. J.Oathheart und werden dann das Ganze mal loslegen. Wir schauen uns das Intro-Video gemeinsam an. Da werde ich mal nichts sagen. Ich könnte den Text vorlesen, der da gleich kommt, aber lest ihn selber. Ich werde währenddessen Kaffee trinken und nochmal aufmerksam lauschen. Inquisitor's log. Classified report. Scheduled for later transmission. I am closing on the source of the inquisitorial distress signal I was assigned to investigate. The coordinates I received from the Caligari Conclave led me to a desolate system. There were many delays during the journey. The intensity of the Caligari warp surges is beyond anything I've experienced. These anomalies are spreading through the subsector like a tidal wave. The distress signal has an ancient encryption used by the Holy Ordos. It is authentic, but extremely old. The signal is coming from a battered fortress monastery that was likely spat from the warp when the tide of the surges swept through the sector. There is no response to our hailing signals. Inquisitor, this is your captain speaking. I'm still trying to hail the monastery, but I get no response. The hull looks intact, though. I think it was simply abandoned a very long time ago. Then what do you expect to find over there? Something that once belonged to the Inquisition. And lots of empty holes. Sounds exciting. I've instructed your pilot to land on the hangar deck. Stand by and wait for my signal. Inquisitor, the automatic defense system has been activated. The turrets are attacking you. Do you... Ui.
gut. Wir fassen kurz zusammen. Ein Inquisitor fliegt in den Caligari-Sektor, um dort einem Notruf nachzukommen von dieser großen Schlachtbarke, die als Fortress Monastery benannt wurde. Captain, do you copy? Captain Van Winter, can you hear me? Und Vox communication is jammed and I can't use my teleporter device. Something must be disturbing my signal. I will record everything in my audio log in case I don't return. Und ich wollte ihm natürlich nicht ins Wort fallen. Inquisitorial log, new entry. While attempting to darken the hangar of an unknown fortress monastery, my transport took heavy fire. I suspect that the automatic weapon systems were activated, but I don't yet know why. The transport has been destroyed along with my equipment. My pilot is dead. I will pray for him later. Und ich wollte ihm natürlich nicht ins Wort fallen, deshalb habe ich jetzt noch nichts gesagt. Was spannend ist in der Videosequenz vorher, man sieht diese riesengroße Schlachtbarke mit diesen riesengroßen Makrokanonen und daneben dieses kleine Vulture Gunship, Valkyrie Dropship ist es, was dann in dieses Hangar reinfliegt und danach in diesem Work in Progress Placeholder Videosequenz dann von diesen automatischen Plasmakanonen abgeschossen wird. Hier haben wir jetzt auf der linken Seite zu sehen die Valkyrie und der Pilot ist leider tot. Die automatische Teleportation ist nicht möglich, da irgendwie scheinbar da das Signal gestört wird und auch die Kommunikation ist hin. Also ist unser Inquisitor gerade erstmal in der Tutorial-Mission auf sich alleine gestellt. Für das Spiel ganz spannend, ich habe die Möglichkeit, klassisch Action-RPG-mäßig wie bei Diablo zum Beispiel zu klicken und überall hinzulaufen und mit Drücken der Mausrades die Kamera zu drehen. Ich habe auch die Möglichkeit, über Tasten mich zu bewegen. Das mache ich hier per WASD, ich habe mir das mal umgestellt. Und Q und E ist Drehen der Kamera. So, und wir legen mal los. Was jetzt schon auffällt, was sehr geil ist, diese Taschenlampe, die er dabei hat, beziehungsweise da diese Lampe an der Schulter ist, die er befestigt, macht verdammt coole Lichteffekte auf die Umgebung. Und auch die Schatten dahinter sind sehr cool. Krass atmosphärisch. So, hier haben wir ein Türchen. Ja, Tutorials. Movement kennen wir. Object Activation kennen wir auch. Entweder ich gehe ran und klicke oder ich gehe ran und drücke F. Da. Na, noch ein bisschen näher ran. Nee, geht hier gar nicht. Es geht scheinbar nur bei anderen Gegenständen. Open the door. The door is opened. Und ich gehe mal durch. Schau mal, was dahinter ist. Oh, das macht Atmosphäre. Von mir aus könnte das Ganze noch ein bisschen dunkler sein, wenn ihr mich fragt. Soll ich vielleicht die Brightness noch runterstellen? Haha, pass auf. Video Brightness. Helligkeit. Etwas, na gut, viel tut sich jetzt nicht. Okay. Oder ist das das Gamma? Brightness wieder ein bisschen mehr. Gamma runter. Ja, so ist besser. Ein Cogitator. An ancient cogitator. Sag ich ja. Let's see if the tech prayers still hold. It might have information about this place. Wer natürlich jetzt hier lesen möchte, was drin steht, der kann kurz anhalten. Ich werde mir das erst durchlesen, wenn dann auch wirklich die deutsche Version da ist. Ich sehe ganz cool hier unten. Psalm 178756 in binär. Das ist Atmosphäre, das ist deep, das ist Meta. Das gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon. Zumindest dieses kleine Textfenster schon. Und wir schauen mal weiter. It's a pile of rust. Ja. At least I found some interesting diagnostics. So ist das mit den alten Schiffen. Check all the cogitators on the ship for other details. Alte Schiffe haben die Tendenz zu verrosten tatsächlich. New log entry. I found some human remains. The time of death seems recent. I don't like the look of the marks on the bodies. Something killed. Perfect weapon to deliver the Emperor's justice. Ist klar. Less Pistol, wenn man auch Bolter haben kann. Hm. Na gut. Unsere erste Waffe, die sieht dann ungefähr so aus im Einzelschuss, so im Multischuss, so im, wo ist es? Gezielten Schuss und so im gehaltenen Beam. Die Waffe kann natürlich dann hier auch überladen. Also
überhitzen und es dann nicht mehr zu benutzen. Ein Plague, Ogryn, also diejenigen dieses... Genau. Nein, kann es nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Genau, ein Plague Ogryn. Diejenigen, die das Spiel, das Tabletop kennen, sind natürlich direkt drin und wissen dann auch, was die ganzen Modelle sind, also was Einheiten. Und offensichtlich ist ein Plague Ogryn gar nicht so stark. Ja, cleanse. Also die Inquisition ist natürlich dafür bekannt, alles reinigen zu wollen. Zweite Waffe, Autogun, also zweites Waffensetup. Das sieht dann so aus. Dann habe ich hier mein Burst. Full Auto. Dann habe ich einen gezielten Schuss. Und einmal ein langsameres Full Auto. Das ist das hier. Und danach geht er einen Schritt zurück. Oder kann ich auch währenddessen zurücklaufen? Nein. Aber er geht dann einen Schritt zurück. Was auch immer mir das bringen soll. Eine Barrikade. Diese wird natürlich jetzt erstmal von mir fachgerecht zerlegt. Und ich glaube, diese ganzen Tutorial-Dinger müssen einmal weg. So. Und es geht weiter. Hier hat jemand einen Schrein eingerichtet. By the filth of chaos. There is also a tech priest maintenance shrine with a functioning cogitator. It could contain information on how I could turn off the vox jammer. Nochmal, also wenn ihr es lesen wollt, haltet kurz an und lest einmal durch. I found new information. There is an emergency cogitator nearby where I could turn off the jamming signals. Und wir gehen mal weiter. Ein Cogitator. Open the door. It is in the walls now. Everywhere. Taint. In the machines. By the Emperor. What foul abomination is this? Für die Fluff-Bunnies unter euch, Servitoren auch Tür. Genau, das was er sagt, Servitoren sollten eigentlich nicht mal eben so reden, sondern nur sagen, ja Sir, zu Befehl Sir, diese lobotomisierten Automaten. So, hier kommen wir jetzt in die erste Konfrontation, hier kann ich auch direkt das Deckungssystem zeigen. Wenn gleich dieser goldene kleine Ring vor einem Objekt auftaucht, kann ich mit Drücken der Leertaste mich da so ein wenig hinter abducken und weniger Schaden nehmen. Ungefähr so. Wenn ich schieße, gehe ich natürlich da aus der Hocke raus. Also muss das gut getimt sein, wann ich das tue. Sonst kriege ich nämlich doch einen Vornlatz. In dem Falle muss ich mal die Situation nutzen und die Position ändern. Hier rüber gehen, dann schieße ich nämlich dem in die Flank, dem hier auch, ducke mich hier hinter ein bisschen ab und kann dann hier taktisch klug, wie man es auch erwartet, gegen den Feind vorgehen. So sieht das dann aus. Genau. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Hier oben steht noch ein Cogitator, auch den machen wir mal an. I couldn't turn off the teleportation jammer, but the vox should be fine now. Yes. Captain Van Winter, can you hear me? Inquisitor, finally. I thought we'd lost you. It would have been quite convenient for you, I suppose. Trust me, I'm on your side. I'm not saying I don't want my ship back, but who would clear my name if you died in battle? Your loyalty is quite admirable, Captain. Und an der Stelle sieht man natürlich ganz klar, die Inquisition ist mächtig und macht auch davon mächtig Gebrauch. Der Inquisitor hat nämlich die Barke, mit der er hingefahren ist, beziehungsweise geflogen ist, nur requiriert vom Captain und gesagt, übrigens, ich bin Inquisitor, bring mich mal dahin. Das ist quasi wie ein Taxi. Und deshalb sagt der Captain dieses Schiffs natürlich, ja, ist so. Dann bin ich halt froh, dass ich dich jetzt wieder gefunden habe, weil ich möchte ja das Kommando über mein Schiff wieder haben irgendwann. Hier sind wir jetzt, soweit war ich schon, in diesem Kampagnenmenü. Wir sehen vor uns diese Schlachtbarke, beziehungsweise es ist ein Schlachtkreuzer, ein Kreuzer der Gothic-Klasse, wenn man zum Beispiel jetzt mal auf den Inhalt von Battlefleet Gothic zurückgreift, kann man sich das erklären hier mit diesen
mit diesen Türmen auf der Seite ist es definitiv Gothic-Klasse und hier vorne hat es, glaube ich, sogar eine Nova-Kanone. Was können wir jetzt hier tun? Wir sehen, hier oben sind Caligari-Credits, wir haben Fate, wir haben hier unten Charaktermenü, Glory, Social, Kabale, Journal, Back to Aethon System und die Kommandobrücke. Können wir noch nicht machen. Wahrscheinlich müssen wir erst Missionen abschließen, um die Kontrolle hierüber zu erlangen. Ich gucke mal kurz beim Charakter rein. Das ist Inquisitor J. Oathheart. Jawohl, taktischer Crusader. Wir haben hier den Rang, den Level des Charakters. Hier haben wir offensichtlich die Attribute, wie die verteilt sind, was am besten ist. Perks, also spezielle Boni. Da kriegen wir erst das nächste Perk ab 40 und ab 80. Hier die Charakteristika, die man aus so Action-RPGs kennt. Und hier oben haben wir den Account-Level. Offensichtlich ist es sowas, wie man es zum Beispiel aus Diablo 3 kennt, der Paragon-Level. Da gehe ich mal hier oben auf Skills. Da komme ich nämlich in das Fenster rein für den Account-Level und kann hier auf diese verschiedensten ganzen Skills Punkte verteilen. Ja, ich habe aktuell Ranged Combat, dann den Single Damage per Second, heißt das wahrscheinlich. Dann einmal Support-Fähigkeiten und Movement-Fähigkeiten zur Verfügung. Hier könnte ich zum Beispiel Movement Speed erhöhen oder das Cooldown. Hier bei Ranged habe ich zum Beispiel mehr für Fernkampfattacken mehr Schaden. Increases Skill Damage, wenn der Gegner verlangsamt ist, geschockt, hier Dingsbums, gefroren oder betäubt. Und hier oben habe ich noch plus 1 Chance auf kritische Treffer mit Fernkampfwaffen. Da mir persönlich der Inquisitor ein bisschen langsam latscht, habe ich mir gedacht, Movement Speed, machen wir mal Movement Speed. So, das sieht man, der Punkt ist weg, Account Level ist immer noch bei 1. Wahrscheinlich überträgt sich das auf andere Charaktere, werden wir vielleicht später noch sehen. Da die erste Tutorial-Mission relativ kurz war, gehen wir mal direkt Campaign 2 Feral Tribesmen. Start Mission. Mark, Making Contact. Also die erste Mission war Survivor. Nun sind wir in Making Contact. Wir haben auf jeden Fall den Hinweis, oh, hier ist irgendwas mit Chaos im Busch. Und dann schauen wir mal weiter, was hier der Inquisitor so vorhat in seinem Run. It is transmitting on an Imperial channel. It could be important. I'm on my way there. Gut, also oh, Leute. Das ist quasi fast ein Augenorgasmus, was ich hier kriege. Diese Lampe, die hier die Objekte beleuchtet. Ich weiß eben, das ist nichts Spannendes, Technisches, aber ich bin auch mit sowas tatsächlich glücklich zu stellen. Glücklich zu machen. So. So, hier haben wir dann auch. Oh, Cover. Cover brauche ich aber gar nicht. So, Map Overlay kenne ich schon. Fokus Ressource kenne ich auch schon. Da habe ich nämlich jetzt auf die 4 die Möglichkeit, eine Sentry Gun zu stellen. Das funktioniert dann so, die wird einfach neben mir hingestellt. Plöpp. Und dann gehe ich hier in Deckung. Die steht da jetzt. Und guckt so durch die Gegend. Wenn ich die ein bisschen näher ranziehe, also die Agropulle, sagt man, glaube ich, wird die auch gleich anfangen zu schießen. Und deshalb wechsle ich mal eben auf die Autogun und schieße mal eben hier auf die Jungs. Genau, um dann mal die Aufmerksamkeit zu erregen und zu hoffen, dass die aus ihrer Deckung dann gleich auch mal rauslatschen, um an mich ranzukommen. Genau, da kommt der eine schon. Und die Sentry Gun schießt ihn relativ schnell um. Das ist schon eine starke Waffe. Und wir gucken mal, dass ich hier vorne auch noch eine hinstelle, um das nochmal zu zeigen. Da schießt sie. Sehr starke Waffe, kann aber auch von Gegnern beschossen werden. Hilft aber auf jeden Fall ganz schön. Was auch schön ist, was man auch hier aus der Perspektive, dass das Ganze auch auf der Konsole verfügbar sein wird, erkennt. Man erkennt unten am Bildschirmrand so leicht abgeschnitten Hold Space to Cover. Also es zeigt dir immer an, wann du wirklich Deckung nehmen kannst, auch wenn vielleicht viel zu viele Partikel auf dem Bildschirm sind. Dann kannst du immer da unten sehen, aha, jetzt ist der Moment, wo ich irgendwo in Deckung mich ducken kann. Disgusting. By the Emperor. Ja. What have you found down there, Inquisitor? Some unlucky members of an Imperial retinue. This is a shrine. Ickelig.
to the Ruinous Powers. Somebody really wants his dark wishes to be fulfilled. In other words, there's something on that ship that requires human sacrifice. Wonderful. Ooh. Und Menschenopfer, da redet man ja dann eigentlich dann auch wieder über sowas wie Dämonen. Was interessant ist, dass man hier jetzt natürlich Nurgle hat. Es ist irgendwie in den neueren Publikationen immer Nurgle. So, eine Sentry, da möchte ich gerne bauen. Kann ich noch nicht, warum nicht? Nicht genug Energie. Schweinepriester. Hört auf, mich mit Granaten zu bewerfen. Diese Verhöhnung zwischendurch ist auch ganz nett. Friss Blei. Aber bringt die Reborn Gunner auch nicht wirklich weiter. So, also Chaos ist keine Lösung, sieht man zumindest nicht, wenn man gegen einen Inquisitor steht. Erstmal damit klarkommen, dass ich die Kameradrehung invertiert habe. Das, also, dass ich, wenn ich jetzt links klicke, das Ganze sich so gefühlt nach rechts dreht. Aber das sind Dinge, die werden mit Spielerfahrung wahrscheinlich dann auch leichter von der Hand gehen. Hier versuche ich jetzt erstmal diesen Sektor zu bereinigen. Ja, schießt euch mal selbst die Deckung kaputt. Dann nehme ich halt den da hinten. Okay, das sorgt natürlich sehr für Atmosphäre, wenn dann solche Sprüche kommen, von wegen übrigens, bete zu deinem falschen Imperator. Das finde ich sehr cool. Hier haben wir eine Frag-Granate. Die kann ich auf die 3 werfen. Das heißt, wir haben es ähnlich wie bei Diablo 3 tatsächlich. Linke, rechte Maustaste, primäre, sekundäre Angriffe, 1, 2, 3, 4 zusätzliche Fähigkeiten. Also scheint sich das durchgesetzt zu haben in Action-RPGs. Hier haben wir wieder ein Lingua Technis Transkript. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Wir machen allerdings direkt weiter, da ich mich bei sowas nicht so lange aufhalten möchte. Und ich verschieße mal kurz mein Magazin, dass er das wieder nachlädt. Genau, damit ich nicht gleich auf dem falschen Fuß erwischt werde. Denn hier sehe ich schon, da ist ein Gun Emplacement. Und das wird wahrscheinlich auch von den Gegnern bemannt werden können. Ja, eine dicke Kanone steht da. Und die wird wahrscheinlich gleich auch auf mich schießen wollen. Throwing Grenades? Nein, hier Weapon Emplacement. Dim, 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 dim. Jawohl, geht tatsächlich. Die Gegner können die bemannen, aber ich kann die auch bemannen. Ich muss gar nicht das Ding zerstören. Ich muss einfach nur die Crew besiegen. Also machen wir mal das, was von mir erwartet wird. Ich gehe mal so ein bisschen außen rum. Oh, ein Commander. Also was Stärkeres. Und ein Flammenwerfer. Flammenwerfer sind nicht so cool, denke ich. Und der, oh, der kann auch Sentry Guns stellen. Und offensichtlich kann ich meine auch komplett in dieser Deckung reinstellen. Ja, das ist halt Alpha, da sind noch einige Bugs dabei. Hier haben wir das Gun Emplacement. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Vorsicht. So, wir werfen uns jetzt hier gegenseitig mit Granaten. Nice. Versuche gerade mal ein bisschen dieses Century Gun klein zu kriegen, weil mich die schon ein bisschen nervt. Einmal drauf geschossen. Der stellt natürlich immer wieder neue hin, wie man sieht. Und so langsam nervt mich das ein bisschen, dass der immer noch lebt. Ah. Da geht er zu Boden, da fällt er hin. Das war's. Wären die natürlich hier noch so ein bisschen rumgelaufen, hätte ich auch hier ganz unproblematisch die Century Gun nutzen können. Und dann die Jungs ein bisschen abschießen können. Aber so ist das.
bewegen sich halt nicht so, wie sie sollen immer, die Gegner, da sie angeblich auch schlau sind. Gehen wir mal ein Stück weiter. Hier ist ein Körper, der offensichtlich ein Pikt-Feed dabei hat. Hier erkennt man natürlich ganz klar, der 40k bewanderte Mensch erkennt hier ein ehemals Chaos-Dreadnought, heutzutage Hellbrood benanntes Monstrum. Das wird wahrscheinlich das sein, was ich hier am Ende noch bekämpfen muss im Rahmen dieser Kampagne. Hier hinten haben wir natürlich noch ein paar Kultisten, die sind noch nicht wirklich eine Herausforderung. Da kann ich einfach mal reinmarschieren. Medical Supplies. Cool. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 5-mal Medkit, um HP zu regenerieren. Und hier liegt ein Space Marine. Was? Did you just say that there was a dead Space Marine down there? He must have been a member of that unlucky Imperial reconnaissance team I found. Allow me to clarify that. You only found pieces of them. So it'll be just you against something that tore apart one of the mightiest champions of the Imperium. Don't jump to conclusions just yet, Captain. It could easily be more than one creature. Also hier ganz klar, Exposition Dump. Der bewanderte, im Fluff bewanderte Mensch weiß natürlich, dass ein Adeptus Astartes ein Space Marine ist und dass das die Champions des Imperators sind. Derjenige, der noch keine Ahnung hat und einfach nur reinspringt, kriegt hier erklärt, übrigens, es gibt da sowas, was für Space Marine sind. Natürlich wird noch nicht beschrieben, wie groß die sind und was die überhaupt alles für Fähigkeiten haben, dass die zum Beispiel auch Säure spucken können und so weiter und so fort. Wer weiß, vielleicht kriegen wir das noch um die Ohren geworfen. Vielleicht kämpft ja auch irgendwann mal ein Space Marine mit uns. Wäre lustig. Die Musik im Hintergrund ist schon ziemlich industrial-mäßig. Finde ich cool. Macht Atmosphäre hier. Oh, natürlich. Nurglings. Natürlich sind das Nurglings. Nurglings, die kleinen, dreckigen Dämonen des Seuchengotts, die mich hier gerade versuchen zu überrennen. Und auch in diesem Spiel gibt es offensichtlich Killstreaks, wie es die auch in anderen Action-RPGs gibt. Ja, Nurglings, die kleinen Viecher, die kleinsten Dämonen des Seuchengottes. Also starker Fokus auf Nurgle hier. Bin mal gespannt, was uns noch um die Ohren geworfen wird. Team Sigma, this is Chaos Thorn speaking. Team Sigma, come in. I'm afraid Team Sigma won't be responding anytime soon. What? Who are you, and what are you doing there? Taking a stroll on the decks? By the Emperor! Mind your manners. I am an Inquisitor, and I don't tolerate... An Inquisitor? About bloody time. I thought your lot had followed Lord Klosterheim into the Dark Zone. Listen, we're under heavy attack in the control room, so I'd appreciate it if you could join us while we deliver the Emperor's will until our most triumphant death. Thorn out! Lord Klosterheim. I established connection with someone from an Imperial expedition on the ship, but he is clearly confusing me with someone else. Okay. Wir schauen mal weiter, was es hier so gibt. Auf der anderen Seite ist das Signal hier unten auf der Karte zu erkennen. Wo wir hin müssen, vielleicht gibt es hier oben noch was, was man einsammelt. Nee. Nur Ekelschleim. Ekelschleim-Tentakel. Das ist nicht so cool. Das heißt, ich gehe mal langsam weiter auf die andere Seite und schau mal, was da so auf uns wartet an Monstrositäten, an Gegnern oder vielleicht auch an kleinen, lustigen, gackernden Dämonen. Eine Tür, die sich automatisch in einer Zwischensequenz öffnet und uns in einen Ladebildschirm reinschmeißt. Anscheinend war das die Kampagnenmission, hier hinzukommen. Und hier sehen wir gerade diesen Bildschirm. Am Ende einer Mission gibt es Erfahrungspunkte, gibt es auch Fate, also Glauben, und gibt es hier eine Lootbox. Also wir können nicht, wie bei anderen Action-RPGs, im Spiel einfach alles aufnehmen, was uns vor die Füße fällt. Wir legen hier tatsächlich alles in eine Lootkiste und machen die am Ende des Spiels auf.
Wir haben 11 Minuten 34 für diese Mission gebraucht, 49 Gegner getötet, Hordenbonus 24 Stück, das waren wahrscheinlich die Nurglings, die ich nacheinander getötet habe. Dann haben wir 23 Regular, also normale Gegner, ein Champion und eine Elite. Aha. Gut, dann machen wir mal die Lootbox auf. Wir bekommen an dieser Stelle ein Implantat, Credits, ein neurales Implantat, ach, ein Grand Implantat, ein Augenimplantat und hier ein Koshai Great Sword, Melee Two-Handed Heavy. Okay, dann Continue. Dann gehe ich mal hier kurz auf den Charakter. Immer noch Rang 1, Account Level auch noch 1. Das Inventar. Wir haben eine Waffe bekommen, wir haben Equipment bekommen, ein Main-Implantat. Das andere ist schlechter. Also wir haben weniger Fokuskosten. Der Schaden von Ranged und von Melee wird reduziert. Das andere macht nur eine physische Resistenz. Dann denke ich mal, dass wir das einmal austauschen werden hier oben. Dann haben wir Add-ons, ein Neural-Implantat. Da bekommen wir auf jeden Fall einiges an Bonus. Das werde ich mal einsetzen. Wo kommt das hin? Da oben. Und wir haben ein Augenimplantat, was uns auch ein bisschen mehr Fokus gibt. Ich habe da nicht mehr so viele Lebenspunkte insgesamt, aber mehr Fokus vielleicht besser. Man weiß es noch nicht. Waffen. Ein Großschwert ist eine zweihändige Waffe. Das heißt, entweder muss ich jetzt hier wahrscheinlich die beiden Laserpistolen ablegen oder das Gewehr. Da ich mit den beiden Laserpistolen nicht so oft geschossen habe, denke ich, dass ich hier mal das Great Sword nehme. Das ist natürlich fett. Die Handhaltung hier noch ein bisschen komisch. Aber es könnte auch am Alpha-Bild liegen, dass hier nicht die Hand so ganz so gehalten wird, wie es gedacht war. Ich nehme das einfach mal für die Mission mit und gucke mir das dann mal an. Aber an dieser Stelle würde ich das Let's Play jetzt beenden wollen. Das war die erste Episode des Let's Play Inquisitor Martyr Alpha Build. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gebt mir ruhig Feedback in die Kommentarsektion zu Moderationsstil, zu Spielstil oder schreibt einfach eure Gedanken generell zu Inquisitor Martyr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in dem nächsten Let's Play. Und wie auch in den anderen Episoden immer, beende ich dieses Video mit einem Keep on Wargaming.